Hey und ho und so, wir spielen Minenarbeit und machen uns heute mal auf in die Baumschule. Früher Garten oben oder Terrassengarten genannt, ist inzwischen eine vollwertige Baumschule geworden. Wir sehen wir hier deutlich, das klappt ganz toll, mit den Birken zumindest. Ihr seht auch, dass ich die Töpfe nochmal ein bisschen geändert habe. Ich habe die Seiten abgehauen, das war ja immer so klobig. So gefällt es mir wirklich gut. Da müssen noch ein paar Fackeln dran, sehe ich gerade. Mache ich mal dort. Und dorthin. Dort auch. So, aber die Pinien, die machen mir noch ein bisschen Sorgen. Ja, ja, habe ich auch etwas weiter auseinander gemacht hier, die Töpfe. Da oben. Ah, da muss ich mal einen einpflanzen, damit ich sehe, ob das funktioniert. Aber manche wollen einfach nicht wachsen und ich weiß im Grunde nicht so wirklich. Eigentlich stehen sie weit genug voneinander entfernt und nach oben ist auch Luft. Also wahrscheinlich brauchen sie nur einfach unheimlich lange. Auch hier, die scheinen gut zu wachsen. Kein Problem. Diese Töpfe müsste ich mal umlegen. Das ist dann doch zu weit. Ja, einfach nur eine Stufe höher irgendwie. Oder gar nicht. Ja, das muss ich jetzt erstmal gucken. Auf jeden Fall, was das Geniale an diesem Garten ist, ist, das klappt jetzt nicht so gut, aber ich kann von den Etagen hier, dadurch, dass es stufenförmig ist, kann ich da so schön auf die Bäume springen, auf die hohen, und dann von oben nach unten wegholzen. Ja, und das ist ziemlich praktisch, ist besser als immer da unten und dann auf Erde zu hüpfen und dann zu gucken, wie komme ich denn da wieder hoch und so, ne? Der ist, glaube ich, nicht so hoch, da können wir das auch so machen. Ja, ich nehme einfach mal, ist ja eine Baumschule, ne? So rein Zucht und Experimentiererei. Das ist es schon gewesen mit ihm. Ja, der ist auch schön gewachsen da unten. Das scheint zu klappern. Ja, aber wie gesagt, er hier zum Beispiel, ne? Der Topf, der ist zu nah dran. Den baue ich einfach mal ab. Und dann gucken wir mal, wie wir den neu positionieren. So. Wahrscheinlich müssen die einfach so weit entfernt voneinander stehen. Also auch hier ist alles, da stand noch ein störender Baum. Da war dann nach oben nicht genug Platz. Da hingen da oben irgendwelche Blätter. Oh. Wie bitte? Oh. Ja, okay. Ist ja nochmal gut gegangen. Fällt mir auch gerade ein, was ich hier noch machen wollte. Ich wollte auch oben den Garten mal umzäunen, damit wir hier in unserer Baumschule einfach mal ein bisschen in mehr Ruhe arbeiten können, ohne immer Angst zu haben. Hier das Dach, ich habe so ein bisschen so das Dach hier noch raufgebaut. Hier wieder abgeholzt. Hier, das ist auch ganz hässlich, das Ding geworden. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich das so gebaut habe. Also das ist völlig unverständlich. Ja, so direkt mal wieder weg damit. Da muss ich was anderes machen. Das geht so nicht. Ein Zipfel da, so. Weg damit. Hier habe ich auch was vor. Haha. Ja, vor allem Zäune. Jetzt brauchen wir offenbar Zäune, Zäune, Zäune. Gut, laufe ich runter. Wunderbar. Wie ein Aufzug. Müsste auch andersrum funktionieren. Dann wäre es wunderschön. Aber das reicht überhaupt nicht. Aber Holz haben wir jetzt zum Glück. Pass mal auf, dann tun wir mal das schöne Holz. Das tun wir mal hier wieder rein. Und dann werden wir hier noch von dem, so die Hälfte hiervon. Ach, das ist ja noch mehr. Ha. Ach, das brauchte ich auch unten noch für den Eisenbahntunnel. Beziehungsweise unseren Bahnhof. So, 2x64. Und dann werden da rigoros Zäune von hergestellt. Das kann was dauern.
Ich habe hoffen, also ich hoffe, dass ihr nichts zu tun habt im Moment, ja. Neuerdings werden meine Videos ja auch mal relativ lang. Glücklicherweise, ne, brauche ich nicht mehr so auf die Uhr gucken. So. Ist die ganze Sache etwas relaxter. Auch erstmal so hier. So, und dann haben wir auch schon 64. Was mache ich denn hier? Ach, sag doch mal was. Ich will doch keine Leitern bauen. Ich meine, das ist jetzt auch nicht schlimm, ne, weil die können wir auch mal gebrauchen. Ich will ja hier. Ich möchte ja hier Zäune bauen. Ne? Völlig im Tran. Ne? Ich habe so viele Leitern auch immer benötigt in letzter Zeit. So. Zäune sind angesagt. Aber hallo. Guck mal, wie das geht. Ja, aber so viel es geht hier noch raus. So, das reicht erstmal. Das reicht hoffentlich erstmal, sagen wir mal so. Legen wir das mal weg. Aber so viele Treppen da, die brauche ich jetzt gar nicht. Die lege ich jetzt wieder rein in die Kiste. Ja, das nehmen wir alles mal mit nach oben. Ist da hoffentlich noch hell draußen. Nicht mal den Aufzug. Gut, hier auch mal endlich eine Steinplatte vorgelegt. Das mag ich. Braucht man sich nicht immer umdrehen und die Tür hinter sich zumachen. Okay, pass auf. Da liegt noch Holz und Zeug. Lass uns mal einen Zaun nehmen. Da schleicht auch immer noch ein Creeper rum, ne? Da hinten, oder? Ich meine schon, also jetzt die obere Reihe einfach einen Zaun drauf. Ah, diese Wolke da, hallo. Das sieht immer so unheimlich aus. Das ist auch noch so ein Riesenschiff jetzt, ne? Ja gut, kann man nichts machen. Müssen wir jetzt so akzeptieren. Ich versuche mal hier irgendwas irgendwie so zu bewerkstelligen. So. Da war vorhin noch ein Creeper. Ich weiß das genau. Der schleicht sich jetzt in der Wolke wieder an. Gib mir mal einen Zaun. Die kommen ja nicht über den Zaun. So, das baue ich hier oben einfach ganz dreist einen Zaun drauf. Oh, das ist doof hier. Gehen wir einfach so rum. Toll, dass man die jetzt auch mal stapeln kann, ne? Das ist endlich mal. Oh. Wo sollte der denn hin? Boah, ey, wo ist der Creeper von vorhin? Boah, ist das hier unheimlich in der Wolke. Man sieht doch nichts. Sieht aus wie so ein dicker Schneeboden, ne? So, lassen wir das mal. Der Baum, der hilft uns ja hier. Oh, es ist weg, weg hier raus aus der Wolke. So. So, das ist ja schon mal was. Hier kommt, glaube ich, ja nichts rum. Nee, da kann keiner raufhüppeln. Kann denn hier jemand auf den Baum? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, das ist hier sicher, die Ecke. Sag ich jetzt mal so. Hier kommt auch niemand rauf. Kommt da über da wohl, da hinten doch. Ja, aber unwahrscheinlich, ne? Guck mal, ja, was ist das hier für. Nee, die bleiben doch da dauernd hängen dann. So, dann ist diese Seite ist nämlich auch sicher. Hier ist es zu hoch. Hier ist es überall zu hoch. Hier kommt nix. Hier kommt nix drauf. Ja. So, und dann können wir uns jetzt nochmal hier um den Blumentopf kümmern. Der ist auch noch zu viel hier, ne? Der ist auch, das ist zu eng, glaube ich. Ah, das ist natürlich alles. Da muss der eigentlich auch weg.
damit wir die ganz neu mal hier aufbauen. Es wird gerade dunkel. Eieiei. Ach gut, ja, wenn es dunkel wird, ich sag dann, ne? Gehen wir erstmal rein und schauen uns den Bahnhof an unten. Denn da gibt es ja auch noch was zu tun. Machen wir heute mal so wieder so ein Gemisch. Mal da, das ist immer schön. Und tschüss. Ich fahre immer so rum, ne, damit ich den Raum sehe. In irgendwelchen Folgen sind wir hier auch schon immer mal überrascht worden. So, pass auf. Der Bahnhof. Na, den mache ich jetzt erstmal wieder kaputt. Ach so, Moment. Um die Ecke, wo haben wir denn? Nein, da nicht. Da. Ja, das. Komm, nehmen wir das 64er Stack. Zäune mal hier lassen. So. Ich wollte jetzt doch das dunkle Holz nehmen unten. Das sieht irgendwie schön aus immer, ne? Hier. In die. Na. Decke. In die Decke. So doppelt. Ja, warum nicht? Nicht kleckern, sondern klotzen. So. Aha. Den mache ich weg. Und als Holz. Ich mache das hier so rein aus dem Bauch, ne? So Bauchgefühl. Okay, ja und hier, oh, ich bräuchte mal Wasser, aber verkleiden kann ich das auf jeden Fall schon mal. Wobei, also hier kommt Scheibe rein, dahinter kommt Wasserfall und vielleicht sollten wir da auch noch so Fackeln hinterstellen, dass der so ein bisschen leuchtet. Ich hoffe mal, das klappt, pass mal auf, dann machen wir das mal so. So ein bisschen mit Vorsicht immer. Schönstein habe ich, glaube ich, noch genügend dabei. Und wenn ich es auch nicht schlimm, davon haben wir nämlich genug. Im Moment jedenfalls. So. Da kommen da Fackeln rein. Genau so. Ah, wisst ihr was? Damit das so richtig schlüssig wird. 4, 6. Das ist eigentlich richtig. Ach so. Ah doch, das geht. Da fließt dann Wasser. Oh, das müssen wir gucken, wie wir das hinbekommen. Aber ich möchte jetzt gerne nochmal... Nein, ich sag's nicht. Lululul. Ihr könnt raten, was ich jetzt vorhab. Ah, jetzt wisst ihr es schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Genau. Richtig geraten. Ja. Das ersetze ich einfach mal mit auch diesem Mosaik. Beziehungsweise gelber Wolle. Und zwar so, dass das alles wieder, war alles überflüssig jetzt hier. Können wir alles normal machen. Wie so oft. Dann baut man etwas und dann sieht man erstmal, ach nee, doch mal ein anderes Material nehmen. Aber dahinter, das so klein, ich auch, das hätte ich jetzt vielleicht auch machen sollen, ne? Ihr werdet schon wieder wahnsinnig, ne? Obwohl, das geht doch auch so. Nee, das geht nicht so. Wir machen das jetzt nochmal. Machen da jetzt auch noch Wolle rein. Zwei Stück holen wir uns noch. Das kriegen wir aber hin. Ah. Immer diese Geräusche. Diese
verdorbene Geräusche. Nochmal ein wenig Dandelion. So. Nix wie ab. So, na also. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch ein bisschen Wasser. Und Glas habe ich. Glas habe ich schon dabei. Zwei Wassereimer habe ich nämlich auch dabei. So, da bräuchte ich jetzt eigentlich nur noch ein bisschen Wasser. Kann ich das jetzt eigentlich aus unserem Brunnen hier unten holen? Oder aus dem Schafsbrunnen? Ja, guck mal. Wir haben hier eine, ohne es gewollt zu haben und ohne es bewusst konstruiert zu haben, haben wir hier eine unendliche Wasserquelle im Keller. Das ist der Schafsbrunnen. Ja? Boah, da müsst ihr mal ganz weit zurückblättern, wenn ihr was über den Schafsbrunnen erfahren wollt. Ich glaube, sicher schon so Folge 5, Folge 10, irgendwie sowas in der Gegend. Da wird es wohl um den Schafsbrunnen sich handeln. Gebt auch einfach mal einen Tag ein oder so, Schafsbrunnen, wenn ihr da eine Folge sehen wollt, in der ich den baue. Ne? Also vor allem, wir sind ja jetzt wirklich schon, ich glaube, in Folge 71. Und das ist eine lange Zeit. Keine Angst, ich vergesse nicht den Wasserfall, da die feuchten Spiegel vergesse ich nicht. Ne? Wie könnte das passieren? Ne? Also, völlig ausgeschlossen. So. Aber wenn man halt irgendwas sieht, guck mal, das sieht direkt viel wohnlicher aus, wenn man da mal so einen Balken hinsetzt. Ne? Finde ich gut, alles mit der Decke hier. Ach du meine Güte. Ach du Herr Jemine, komm, diese Reihe auch nochmal eben mit dunklem Holz. Hab hier wieder ein Verschleiß an Hacken, das ist überhaupt nicht zu glauben. So, guck mal. Ja. Na, das hat schon was. Das ist schon viel besser. Hier die Ecke ist auch noch so ein bisschen, ne? Gucken, vielleicht einfach hier so einen Stamm rein. So ganz spontan mal eben da hinhauen. Haben wir genug von dem Pinienholz jetzt inzwischen. So. Das wird aufleben. Da haben wir zwar Koppelsteine, also wirklich unglaubliche Massen von Koppelsteinen. Aber was soll's, ne? Ja, die Ecke muss auch noch aus Holz gemacht werden. Und dann kommen da auch wieder Fackeln ran. Genau. So, jetzt aber hier zügig Wasserfall. Ah, jetzt muss ich mal ein bisschen vorbereiten. Ich habe keine Ahnung, wie der jetzt hier so, ob das funktioniert. Gucken, ob... Ja, da komme ich ja noch ran, ne? Oh, da die Decke. Ach, die Decke. Schönstein. Ist er jetzt schon draußen? Bin da sehr unsicher, ne? Kommt uns gleich so ein Zombie entgegen. So, jetzt setzen wir da mal Wasser hin. Uah! Genau das habe ich befürchtet. Brauchen wir auch nur einen oder machen wir den doppelt? Okay. Mein Glas natürlich nicht mehr im Slot, das ist klar. Aber gut, das kann uns jetzt nichts kaputt machen. Wir haben noch keine Schienen gelegt. Ach, das ist gut, wenn das auch nach oben drauf liegt. Ich wollte jetzt da drüber noch Scheiben einbauen, aber so ist das ja viel besser. So ist das ja viel besser. Aha. Okay. Ja? Gucken wir nochmal von dort hinten. Ja. Ne? Hat was für sich. Gut, den Rest mache ich jetzt einfach mal in Schönstein. 11 Stück. Oh, oh. Komm, verballern wir die jetzt mal. Egal. Koste es, was es wolle. Einer fehlt natürlich wieder. Das ist da völlig
Wie immer, ne? Gut, aber den holen wir uns jetzt einfach. Da kennen wir nix. Ja, da lassen wir uns ja jetzt hier wirklich nicht für dumm verkaufen. Das passiert uns ja sowieso schon oft genug. Aber den ganzen Schrott auch mal wieder hier lassen, den wir nicht mehr brauchen. Dann geht's hier weiter. Rauf und runter, rauf und runter. Na also. So, und jetzt haben wir ja jetzt echt schon einen ganz gemütlichen Bahnhof gebaut. Hier noch vielleicht eine Fackel hin. Auch so über Eck. Na. Dann nehmen wir die da weg und bauen hier auf die Ecke auch noch eine. Ja, so. Ach, das ist aber schön jetzt. Hier jetzt dran denken, wir wollten ja so beleuchtungsmäßig. Pass auf, dann machen wir hier auch mal. Verzierungen bin ich mir jetzt, möchte ich eigentlich vielleicht auch gerne immer noch so Holzbalken einbauen. Ja, habe ich auch schon immer in meinen, in den schönen Tunnel jedenfalls, auf dem Server oder in der Let's Show Welt habe ich das mal gemacht, dass man da auch alle paar Meter auch mal noch so ein bisschen Holz in die Decke einfügt. Vielleicht hier so durchgehend. Mal gucken. Oder hier so drüber. Weiß ich jedenfalls noch nicht. Okay. Ich würde sagen, dann laufe ich jetzt nochmal eben nach oben. Weil Folge schon sehr lang. Und schauen wir lieber nochmal oben nach, was wir da tun können. Ob es da irgendwelche neue Erkenntnisse gibt. Hier bin ich auch immer mutig, ne? Eigentlich sollte ich da auch mal was tun, dass man von rechts nicht überrascht werden kann. Richtig, den Zaun müssen wir doch noch fortführen. Den Zaun sollen wir hier noch weitermachen. Ja, hinter dem Baum. Hier. So hoch braucht er nicht sein. Das klappt. Das klappt auch. Und so. Und da muss auch doppelt, sonst hüpfen die hier rüber. Die Schweine. Ach so, das ist toll, dass das jetzt echt so sich stapeln lässt. Wie viel haben wir denn noch? 11? Ja, das reicht. Machen wir hier so eine Ecke rein. Na. So. Hier, das klappt, das passt, das funzt. Schön. Ja, doppelt so hoch sieht der, glaube ich, sogar noch besser aus, aber mein Gott, das reicht uns jetzt. Ja, das reicht uns jetzt. Holz können wir noch, also die Zäune können wir ja noch für andere Sachen. Aber ach, guck mal, die Bäume sind hochgegangen. Dann scheint diese Ecke ja jetzt zu funktionieren. Das ist ja schon mal gut. Ah, prima. Der klappt sowieso. Auf den warten wir noch ein bisschen. Der müsste aber klappen, der war vorher nämlich auch da. Oder die beiden kommen sich immer in die Quere. Dann kann immer nur entweder der eine oder der hier wachsen. Das könnte natürlich sein. Auf jeden Fall müsste ich diesen Blumentopf umlegen. Der ist zu nah dran. Nur wohin tun wir den? Mal gucken. Ja, schon, ist schon so mittig, ne? Oder so. Und dann noch zwei höher oder sowas. Klong, 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 klong auf die Etage vielleicht. Was ist denn das, wenn wir das hier hinbauen? Ja, aber doch nicht so. Hallo. Ja, mit der Hacke jetzt. Komm, dann machen wir einfach so. Mit der Hand. Sind wir wieder bei dieser Logik, ne? Weil ich mich ja über die Metallschere so aufrege. Dass man die nicht aus Holz machen kann, ne? Klar ist das unlogisch, aber habt ihr schon mal mit einer Hand einen Baum gefällt? Das ist genauso. Ja, kann man auch Holzscheren benutzen, ne? Wie Holzschwerter, Holzäxte oder aus Stein so Zeug. Ne? Das ist ja Minecraft. Und dann gibt's das nicht. Man kann ja nicht alles irgendwie, ne? So, hier direkt so ein Bäumchen rein. Und ein Lämpchen dran.
Nicht vergessen. Es ist nicht wichtig, die Lampe. Ist jetzt nur eher zur Beleuchtung der Baumschule an sich, ne? Unterirdisch. Da müsst ihr natürlich Fackeln dran bauen. Habe ich aber gespannt, ob das jetzt. Ist das Gras da vielleicht noch im Weg? Kann das vielleicht auch noch sein? Muss mal weg, so sicherheitshalber. Ja, so richtige Baumschulenarbeit. Mal so erforschen, wie irgendwas funktioniert oder nicht. So, es könnte doch da links, könnte doch, oder hier rechts könnte noch so ein Topf sein. Die machen wir jetzt einfach so ein bisschen versetzter aus, weiter auseinander. Hier oben hin noch ein. Nehmen wir das so. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich schätze mal. Ne? Ich schätze mal. Ach, immer da unten die Ecke. So, oben Erde. Baum. Fackel. So, und nun lassen wir mal wieder wachsen. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal kümmern uns mal wirklich nochmal ein bisschen. Entweder hier, ach mal gucken was, entweder hier diese Ecke, mit hier sollen ja die Eichen hin. Auch noch alles hässlich irgendwie. Ne? Und alles gut so. Ich bin mal gespannt. Ich lasse jetzt einfach mal wachsen und ab, warte ab. Ich schätze mal, der wird hier nicht wachsen. Aber gut, das sehen wir dann in der nächsten Folge oder danach oder irgendwann. Eisenbahntunnel und hier oben, wie gesagt, hier, ach ja, genau, hier möchte ich auch gerne noch, ach, fange ich vielleicht mal direkt an, auch mal wieder noch so ein Erinnerungsteil hier bauen. Oder wir hängen uns unten ein Schild hin. Das ist der Rundgang, ne? Oder was auch immer. Machen wir hier an dem Berg so einen Rundgang. War letztens so eine fixe Idee von mir. So. Wer weiß, wo wir dann da auskommen an der anderen Ecke. Das können wir uns dann in Ruhe angucken. Da sollen auch noch so Stäbe und vielleicht auch so eine Überdachung dran. Das wird bestimmt lustig. Und weil wir dann ganz oft runterfallen werden. Okay, ich würde sagen, ich hole ein Schild und sag dann auch schon mal Tschüss. Wie gesagt, hoffe beim nächsten Mal seid ihr wieder dabei. Wenn es wieder heißt, wir spielen Minenarbeit. Bis dann.